I remember how busy this place was back in the day. Loonies gobbling the stew or rubbing it on their faces. I can almost hear the sound of dishes clanking. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Review bzw. Preview von Asylum 2013 gebackt auf Kickstarter und noch in der Entwicklung. Man erwartet es im Frühjahr 2015 und ich muss ein bisschen schneller reden, weil jetzt dauernd hier die... I can hardly stand all this dust. Richtig, der Proband hier spricht sehr viel von Staub. Ja, wie gesagt, ich habe mir mal die Playable Demo runtergeladen. Und ich, wie gesagt, das erwartet man 2015, das Release. Und wir gucken uns einfach mal so diese Playable-Demo mal kurz an. In guter alter Point-and-Click-Adventure-Manier, wie man es halt von Myst oder Riven kennt. Zumindest. So much decay around me. It's depressing. And dust. Lots of dust. Ja, wie man es halt von Myst und Riven kennt, Point-and-Click-Adventure, etwas düstere Atmosphäre jetzt, habe ich mir gedacht, als Alternative zu Mr. Riven ist das mal gar nicht mehr so schlecht. Und ja, wie gesagt, ich spiele jetzt mal diese Demo ein bisschen an, oder beziehungsweise durch, so lang ist sie nicht, aber es gibt schon einen guten Einblick von dem Setting in diesem Spiel, was übrigens sehr staubig ist. Nur müssen wir es so erwähnen. I'm sure there's nothing of interest beneath that blanket. I wouldn't touch it anyway. Disgusting. Die Grafik-Engine ist übrigens Open Source. Better leave the cafeteria quickly, unless I want more dirt in my lungs. Es handelt sich um die Dragon Engine, OpenGL-fähig und eigentlich sieht es auch sehr gut aus. Something is blocking this door. There are a few speakers in the cafeteria. They were used to play soothing music during the meals. Und sehr staubig. Okay, hier scheint nichts zu sein. Das Schöne hier dran ist halt dieses Notizbuch, wo man sich auch Notizen machen kann. durchaus hilfreich. Man braucht also nicht immer Stift und Zettel dabei zu haben. Das bringt das Spiel quasi von alleine mit. Just ordinary tables. Ja. There are a few speakers in the cafeteria. They were used to play soothing music during the meals. I wonder what this button is for. It's not working. It's not working. Ach, tatsächlich. Just ordinary tables. Okay, da haben wir noch einen Speaker. Dann machen wir mal die Tür auf. This corridor leads to the male patient wing. This asylum is huge. Angeblich wurde das Spiel quasi nach einer reellen Vorlage gebaut, zumindest die Räume und die Anordnung. Diese Anstalt soll es wirklich geben. Und das macht die ganze Sache natürlich auch ein bisschen authentischer noch. Aber das Hanwell Mental Institute. This asylum is huge. Wird man dann wahrscheinlich bei dem Release dann durchaus noch feststellen. Nothing worth noting on the corkboard. These doors lead to the infirmary, all right.
Mein Buch wurde auch geupdatet. Ja. Tunnel of the Demand Reminder. Okay. Most windows in the building are protected in this manner. Still, some inmates would tear apart the grids and mash their heads on the glass. Anzunehmen in einer ersten Heilanstalt. The malfunctioning light tubes are hurting my eyes. Even when it was clean and orderly a few years ago, the infirmary wasn't a cozy place. Several dated articles of no interest to me. Nein, hier wird tortured, absolut nicht. Ich denke auch mal, wenn das Spiel final ist und released wird, wird es darüber auch auf meinem Kanal eine Let's Play-Reihe geben, weil es macht wirklich einen sehr so very cold in here. Positiven Eindruck. Über die Schlüssel mit. Just loads of useless junk. You could put the best mattress you could find on those iron beds and they still wouldn't be comfortable. The radiators aren't working and it shows. The cold here is glacial. Looks like some kind of organ. Man kann das Spiel immer noch backen, über PayPal zwar, aber es funktioniert noch. Und man bekommt dann halt das Final Game für 15 US-Dollar, glaube ich, war das. Kann man halt über PayPal sich halt noch eintragen lassen, den Visitor-Status, und man erhält quasi auch einen Eintrag auf einer Homepage. It's not work. It's not working. Patienten lieben ihre Ärzte. Okay, da war nix. Wäre natürlich auch nicht schlecht, hier mal so eine Taschenlampe oder so mit einzubauen. Teilweise ist es doch recht dunkel. This stairway leads to the basement and second floor. Okay, da scheinen Sachen in die Wand gekritzelt worden zu sein. Erkennt man leider nicht. Apparently, they've already transferred some inmates. Patient 108A. Thank you.
doesn't seem to be any water, or whatever unspeakable fluid runs through the pipes in this place. There doesn't seem to be any water, or whatever unspeakable fluid runs through the pipes in this place. Ja, ist Irrenhaus natürlich üblich. Das, also, macht einen etwas heruntergekommenen Eindruck. Am I going to find a single room with lights functioning properly in this asylum? I guess somebody didn't like his teddy bear. I wonder how many diseases can be found in that toilet. Probably all of them. Okay. Mal leise hier raus. I better leave him alone. He seems upset. Nein, gar nicht. Dem geht's voll gut. Das ist mal wieder so ein Spiel, was sich wirklich lohnt, in einem stockfinsteren Raum zu spielen. Hat schon Atmosphäre. The condition of these patients, it breaks my heart. Ja, das war auch schon die Playable Demo. Kommt jetzt noch ein bisschen Abspann. An sich finde ich sehr gelungen. Zumindest das, was man jetzt so anspielen kann. Das wird wohl eine Menge Spaß machen, wenn es ein Final ist. Gut, hier steht es auch Coming 2013. Es war utopisch gewesen, denke ich. Auf Sandscape.net kann man halt noch dieses Paypal-Backing machen. Lohnt sich auf jeden Fall für alle Leute, die es in diesem Genre sich wohlfühlen. Jetzt auch mit die Mystery oder allgemeinen Rätsel und das Ganze ein bisschen auf die Horrorschiene fahren wollen, ist es eigentlich für 15 US-Dollar, das sind 12,50 Euro oder so, auf jeden Fall ein gewisser Anreiz, dort auch hier mit zu backen. Wie gesagt, ich habe es getan. Ich habe es schon seit 2013 und auf jeden Fall werde ich das noch weiterhin beobachten und dann dementsprechend, wenn es dann fallen lässt, eine etwas längere YouTube-Reihe daraus machen. Und ich freue mich schon drauf und ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.